Flow und so weiter. Und dann nach der Halbzeitpause knicken wir volle Kanne ein. Gegner haben noch ein Tor geschossen. Aber dann, uns auch. Dann kam Gerrit. Gerrit! Und macht einfach. Weißt du, einer von uns hat drauf geschossen, keine Ahnung wer. Torwart prallt ab. Irgendwie so rechts zum 16er ja. Linie. Der Ball fliegt also hoch in Richtung 16er Linie. Da steht Gerrit. Gerrit, ja. Gerrit. Fragen uns alle, was macht der jetzt? Der passt wahrscheinlich rein oder flankt nochmal. Nee, was macht der? Der dreht sich zum Rücken, mit dem Rücken zum Ball, springt hoch, macht einen scheiß Fallrückzieher und versemmelt das Ding im langen Pfosten. Das ist krass. In der langen Ecke. Der hat einfach einen scheiß Fallrückzieher vom 16er Ende gemacht, Alter. Das ist... Fuck, Mann. Kreisliga, ey. Ja, das war schon ziemlich geil und ich hoffe, das hat irgendjemand aufgenommen. Zumindest steht da immer so ein hässliches Kamerastativ. Das auf jeden Fall nochmal sehen, ey. War ultra geil, das Tor. Wie ist das bei euch? Spielt ihr eure Tore auch immer vernünftig aus? Oder ja, ist das wir machen so auch eine verrückte Tore. Ja, also zwischendurch sind echt ein paar schöne Spielzüge dabei. Wo so Doppelpässe und dann so zack, 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 in die Mitte, nach außen, in die Mitte. Und klappt das im Lauf. Also das, heute hat es auch echt schön geklappt, trotz Asche. Also normalerweise sind wir echt nicht die Asche-Spieler. Also heute war auch einer dabei, der konnte voll nicht auf Asche. Der hat den Ball auch nie getroffen oder der ist dann versprungen oder Fehlpass gemacht. Wer? Der Sinan Schalischkan. Den merke ich mir. Sehen wir den in FIFA? Ja, der ist normalerweise gut. Normalerweise, außer mit Asche, da hat er seine schlechten Erfahrungen. Das stimmt, gemacht. Das stimmt. Also der ist jetzt kein Starspieler, so, aber der ist ganz solide. So, gehen wir wieder unter die Erde. Das Problem bei uns wird nur sein, also unsere erste und die zweite haben natürlich Ziele. Unsere erste will natürlich aufsteigen in die Bezirksliga, ist es glaube ich. Und die zweite will natürlich in die Kreisliga A aufsteigen. Die zweite sieht da auch so aus, als würde sie es schaffen. Also, keine Ahnung, wir haben jetzt da nicht so einen Gegner drin, wo wir sagen würden, boah, die dominieren uns jetzt, sondern als machbar. Und, aber die erste, ne? Die hat jetzt schon 3 Spieler verloren in den ersten 4 Spielen oder so. Law. Wo wir uns 3 Spiele verloren. Hallo. Dann nicht. Hallo. Hey, weg, du Hurensohn. Ja. Ich will es lieber einmal Holländischer, tu nicht gut. Ich will's gute Nacht sagen. Ja, gute Nacht, ja. Freunde. Gute das Nacht. Sollte mich schützen. Gehen. Goodbye, my lover. Ja, goodbye, my friend. Ja, nein, bitte keine Musik, weil wir nehmen nämlich auf. Willkommen auf YouTube. Ja. Tschüss. User disconnected from your channel. Was für ein Huren. What the fuck, Alter? Oh. Wo war ich? Ja, wo du so denkst, so, das wird schon ganz knapp, wenn die das jetzt nicht noch irgendwie umbiegen oder so. Mit den Verlusten, dann wird es ganz schön knapp. Also mit den verlorenen Spielen, mit den Verlusten. Wir haben Verluste zu melden. Ja, und das wäre echt schade. Weil momentan läuft eigentlich alles bei uns im Verein. Also die Jugend, die blüht momentan auf. Da sind welche in der Niederrheinliga, Bergische Liga und so weiter. Belgische Liga. Da werden wir immer besser. Nur, ja, die erste ist momentan, also die schafft den Sprung nicht nach oben. Deswegen dann, ich weiß nicht, kennst du FC Remscheid? FC Remscheid müsstest du kennen. Warum sollte ich? Unmuted. Ich kenne ja nicht mal die Vereine, die in unserer Gruppe sind. Ja.
Sehr wahrscheinlich. Ja, ja, okay. Mikrofon aktiviert. Thorsten Legert kennst du, ne? Ja. Ach, der hat auch die mal kurz drin. Richtig. Erste oder was auch immer. Ja. Die spielen Landesliga. Also die sind letztes Jahr abgestiegen in Bezirksliga. Dann sind die wieder aufgestiegen, jetzt wieder in Landesliga. Und deswegen klauen die sozusagen alle unsere Jugendspieler. Und deswegen wollen wir halt eigentlich auch aufsteigen. Weil alle haben immer wieder das Argument, die erste spielt ja nicht so hoch, deswegen gehen wir eher nach Remscheid. Auch wenn die Jugendarbeit komplett scheiße ist. Deswegen Remscheid hat... Aber wer interessiert sich für die Jugendarbeit? Bei uns sind die entweder scheiße oder gut. Ne, bei uns ist das relativ wichtig. Also unsere Jugend blüht momentan auf und wenn du so in 10 Jahren oder so mal denkst, werden wir auf jeden Fall aufsteigen. Also... Wir wissen zwar nicht, ob wir die halten können oder so, aber also sehr viele sind jetzt schon nach Bochum gegangen, nach Köln, nach Leverkusen. Also die werden da einfach gescoutet und wie gesagt, die brennen uns da fast die Bude ein. Das ist echt krass, was man da so mitbekommt. So, meistens fängt es so in der E-Jugend an. E-Jugend kommt dann schon so die ersten Scouts, DFB-Scout und so weiter. Die Jugend kommt es dann so, dass die, da ist jetzt der letzte einmal nach Bochum und der andere nach Köln gegangen. In der C-Jugend werden dann noch welche abgesondert, so nach Fortuna Düsseldorf, Köln und, ja. Und dann B-Jugend ist das allerletzte Maße Dinger und A-Jugend gehen eigentlich fast gar keine mehr. Da kommen dann nur welche nach, was weiß ich, besseren Teams. Aber nicht mehr nach Bundesliga-Teams. Halt A-Jugend. Was ist mit diesem Pascal Rosbach? Der Pascal Rosbach, der bleibt natürlich mal mehr gesporen, weil der zu gut für alle ist. Footballer richtig, ist. Richtig. Vergleicht sich auch mit Messi und Totti. Ja, aber das machen eigentlich nur meine Trainer. Ja, ich bin eigentlich immer in der Presse und immer auf fupa.net und dort da bin ich einfach ja... Brichst du auch alle Rekorde auf fußball.de? Ja, richtig. Ich bin da eigentlich immer in den Nachrichten, also in der News-Feed drin. Aber finde ich schön, dass du schon von mir gehört hast. Habt ihr einen fetten Kader bezüglich FIFA 18? Einen fetten? Also einen großen? Fetten, einen gut gefüllten. So, ein, 19 Mann oder so. 19? Ja. 29. Also, 19. Ich wollte sagen, das ist ein wenig. Also der ist relativ voll. Obwohl da jetzt drei absteigen werden in die dritte. Wo ich sagen würde, der eine, also Röser, wird absteigen in die dritte, sehr wahrscheinlich. Weil er einfach unzuverlässig ist. Max Wies, den kennst du nicht. Und Niklas Zitzbarski, den kennst du. Max Ki? Max Wies. Ach, wie, ich wollte gerade sagen, ist der Bruder von Fabian Gies? Das war Jan Gies. Ist der Fabian Gies? Jan Gies. Also, Fabian Wischnewski. Richtig. Die Legende aus PES. Das finde ich dann auch wieder ein bisschen cross. Wenn ich das mal so sagen darf, dass er einfach so aussortiert, so, ja, okay, dich kann ich gebrauchen, dich aber nicht. Aber der, also der sagt das denen noch nicht mal, ja, das war halt das Krasse bei denen, sondern das war so, dass der... Hat der eine E-Mail? Nee, der hat denen zuerst gesagt so, ja, wir werden demnächst auch mal Spieler einfach in die dritte ausleihen, damit die halt Spielpraxis bekommen, ne? Der Nils Röser, der Max Wies und der Niklas Zitzbarski, die spielen halt nie, ne, weil die... Ach, der Zitzbarski. Der, weil die halt nie beim Training sind oder halt, echt schlecht spielen, ne, also nicht unseren Standard entsprechen. Und, ja. Lol. Nein. Och, nö. Jetzt ist die Mine genau, oh, ist doof. Egal. Ja, und dann haben die halt ausgeliehen,
Und dann kam es dazu, dass sie bei dem Spiel, weil halt ein Testspiel gegen unsere A-Jugend, überhaupt nicht gespielt haben. Ne, die saßen die ganze Zeit nur auf der Bank und so weiter. Und dann hat der Trainer, also der dritte Trainer, die immer gefragt, so, wieso seid ihr denn unzufrieden? Es ist doch klar, dass ihr nicht direkt spielt. Ich muss ja erstmal eure Position und alles wissen. Und ich muss euch ja erstmal näher kennenlernen und so. Und die so... Und hat das der Hakan gesagt? Nee, das ist der Trainer von der dritten. Oh. Und dann kamen die aber an und meinten so, ja, wir dachten eigentlich, das wäre eine ungeschriebene Regel, so dass, wenn man Spieler ausleiht von einer höheren Mannschaft, also von der ersten oder so, dann spielen die immer von Anfang an, damit die halt Spielpraxis bekommen. Und der Trainer dann aber so, nee, wir lassen natürlich erstmal unsere Stammelf spielen und schauen dann, wo wir euch einsetzen können. Und das konnten die halt voll nicht akzeptieren und hinterher hat der Trainer, also der Trainer von der dritten, dann halt mit so einem Spieler von der dritten geredet, also mit Patrick Leuchten. Legende. Und meinte dann auch so, dass der Hakan zu dem Trainer der dritten gesagt hätte, dass dass die drei Spieler dem erstmal ausgeliehen werden, aber auch spätestens am Ende der Saison dem übergeben werden, also sozusagen runtertransferiert werden, weil von der eigenen Mannschaft in die eigene Mannschaft. Ja. Also von Bergesporn nach Bergesporn. Genau. Bei euch habt ihr, nee, jetzt mal ganz im Ernst, aber weil, wird das bei euch ausleihen? Weil nee, also bei uns das, ja, du bist zu scheiße für die zweite, wir schieben dich jetzt in die dritte. Wenn du das willst, dann gut, wenn nicht, dann melde dich ab. Genau. Aber so war das eigentlich auch. Aber das war halt also, nur oder so. Oder nennst du das jetzt Ausleihen, weil es so toll klingt? Ja, nee, es war eigentlich nur Ausleihen, so ein Spiel halt, ne? Das kannst du ja machen, ich so. Das ist halt so aushelfen oder so. Richtig, ich bezweifle halt, dass ja, du da irgendwelche Papiere unterzeichnest. Nee, das du nicht, bist jetzt ausgeliehen an eure dritte Mannschaft, weil du zu scheiße bist. Das ist einfach nur aushelfen. Klingt einfach nur so wichtig. Ausgeliehen an den SSV Bergesporn. Ey, woher kommst du denn? Ja, SSV Bergesporn. Ach so, ich auch. ja, und der Hacker meinte dann so zum Trainer der dritten, so, du kannst die drei haben, mit denen rechne ich nicht mehr, ne? Also mit denen plane ich nicht mehr. Und das wussten die Spieler aber nicht, ne? Und der Trainer der dritten hat halt die dann so behandelt, so, dass die das schon wüssten. Und der natürlich erstmal so die beim Training sehen will, so da richtig etablieren will und erstmal wissen will, wie die spielen und so weiter, bis er die einplanen kann. Und die Spieler dachten alle so, ja, wir helfen doch nur aus und wir bleiben doch in der zweiten und wir wollen aber spielen in der dritten, wenn wir schon aushelfen. Das war halt dieser kleine Skandal. Aber die Spieler, die sind immer noch uninformiert, denken immer noch, das wäre einfach nur eine schlechte Abmachung gewesen, dass der Trainer der dritten einfach nur schlecht wäre. Und die einfach nicht spielen lassen wollen würde. Und der Hakan hat dem Trainer der dritten halt schon so gesagt, so, ja, mit denen rechne ich, mit denen plane ich nicht mehr. Die kannst du haben. Ich bin verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich dachte, der Hakan ist Trainer der zweiten. Ja. Also der Trainer der zweiten hat die drei Spieler aus der zweiten den Trainer der dritten ausgeliehen. Also, Ende der Geschichte. Ja. Meinte aber dann... Also, was gibt's da noch auszuschmücken? Dass der die nicht nur ausleiht, sondern komplett dahin verfrachtet. Weil der mit denen nicht mehr plant. Weil die scheiße sind. Und das wussten Wahnsinn. Die Spieler aber nicht. Was und wissen sie immer noch nicht. Und wundern sich jetzt, dass sie in der zweiten momentan nie spielen. Sonst die Story ist ausgegangen, müssen wir jetzt darüber reden. Ein großes Pflaster auf meinem Knie, da wo die Wunde ist. Weil ich morgenlange Hose trage, dann macht das aua aua. Das möchte ich nicht. No. Kann ich nicht gebrauchen. Und ich frage mich jetzt eigentlich nur, wann das endlich eskaliert. Ja.
wann die Spieler endlich auf Hakan zugehen werden und dieses Missverständnis endlich eskaliert und es einen richtig großen Krach gibt. Protestieren mit Schildern. Wir wollen Aufklärung, wir wollen Aufklärung. Hakan, du Hurensohn. Ne, der Max Wies ist zum Beispiel in der, also wurde vor einem Spiel, also vor zwei Spielen, in der, also vor der Halbzeit schon warmlaufen geschickt, ne? Dann kam die Halbzeit und nach der Halbzeit kamen dann noch 10 Minuten und so weiter. Dann kam aber der Röser, der genau auf der gleichen Position spielt, wurde auch warmlaufen geschickt und der Röser kam dann noch früher als Max Wies rein, ne? Unglaublich. Und deswegen hat sich Max Wies ein bisschen aufgeregt. Das ist skandalös. Und meinte, das kann ich völlig verstehen. Ich gehe jetzt duschen. Und ist dann einfach duschen gegangen. Weil der halt nicht gespielt hat. Dann dachte ich mir auch so, alles klar. Also, da dachte ich mir auch so, alles klar. Ja, du musst, ich habe dir auch gesagt, du musst dich wieder erst mal kennenlernen. Ja, vielleicht werden wir auch nie einen Max Wies in unserem Let's Play haben. Der Max Wies spielt also jetzt in der dritten. Noch nicht. Also, geplant ist es, aber der Spieler weiß es noch nicht. Weil der Hakan eben möchte diesen noch Max Wies sehen. Also, wenn du noch ein zusätzliches Let's Play von der dritten Mannschaft machen könntest, dann wäre es nicht. Kann ich auch sein lassen. Weil da wirst du keine Skills sehen. Also, erste, zweite, dritte, vierte machen. Ja. Dann noch A-Jugend und B-Jugend. Und die alle so in der Bundesliga fallen und dann spielt dann dauernd Bergisch Braun gegen Bergisch Braun. Das hatten wir jetzt in der D-Jugend. In der D-Jugend war eigentlich nur 3 bis 4 Vereine in einer Liga, in der Leistungsklasse. Also einmal von Bergisch Braun, einmal von Remscheid, von Hackenberg und von irgendwas anderem noch. Ne? Obwohl da eigentlich so knapp, keine Ahnung, 10 Mannschaften oder so drin sind in der Liga. Normalerweise. Aber da waren halt 4 Bergisch Braun Mannschaften drin. 3 Remscheider Mannschaften. Und nochmal, Ja, warte, der Liga von der D-Jugend? Also die Leistungsklasse. Ja, Mannschaft. Da sind eigentlich so 10 Mannschaften drin. Ja. Aber unsere Mannschaften waren also. Achso, das heißt, da spielt nicht nur die D-Jugend, da spielt auch die, weiß ich nicht, C-Jugend oder nee. Und die also die D1, die D2, die D3. So. Ja, eine D3. Ja. So viele Menschen habt ihr? Ja. Wir haben eine D3, wir haben eine C1, C2, C3. Wir haben eine E1, E2, E3, E4. Wir haben nochmal 4 F-Jugenden. Und nochmal 3 Bambinis. Und nochmal 2 B-Jugenden. Und eine A-Jugend. Also unser Platz. Wir haben nur einen Platz, ne? Die ganzen Eltern haben wahrscheinlich gehört, so, hier werden oft welche an Panther Clubs abgegeben. Ich glaube, ich werfe mein Kind mal da rein, ob das will oder nicht. Ich glaube, das mache ich auch mit meinem Kind. Ja, einfach in unseren Verein werfen. Ja, nimm. Brauche ich nicht mehr. Verkauf dir in Köln oder so. Ich glaube, wenn du eine Tochter hast, die fußballbegeistert ist und die echt gut ist, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie irgendwann mal Bundesliga spielt. Also ich muss sagen, Mädchen sind sehr schnell einfach nur gut. Sehr schnell sind die einfach nur. Oh, und dieses Mädchen ist aber sehr schnell. Also ich habe jetzt halt ein Mädchen in der Mannschaft, in meiner, bei den Kleinen. Ich wollte gerade sagen. Die ist halt nicht besser als alle anderen Jungs, aber alle anderen Trainer meinen so, boah, die ist echt gut, ne, boah, die musst du halten, boah, die ist echt talentiert und so weiter. Und auch der DFB-Trainer so, boah, ne, die ist erst D-Jugend, die ist erst 11 Jahre alt. Ich hab einen Witz gemacht zum Vogel. Aber... Sei ruhig, pädophil. Ich hoffe, bitte es dir nicht. Ich hoffe dann aber, dass du in deinem neuen FIFA Let's Play auch mal ein paar Skills raushaust. Das weiß ich noch nicht. Ja, ich kann verstehen. Ich meine, du hast ja jetzt in FIFA 16 gar keine Skills gemacht. Jetzt in Co-op Seasons FIFA 17 fing das so langsam an. Brusttäuschung. War schon mal eine gute Steigerung, so von 0 auf 0,2 oder so. Auch gerne mal, weiß ich nicht, ein Roulette machen oder so. Also irgendwie mal so eine Skillshow machen, anstatt immer nur dieser Casual FIFA Gamer zu sein. Langweiliger Hurenbock. Das Problem bei Skillshows sind cool. Das Problem bei meinem Let's Play wird sein,
dass Skills gegen echte Spieler extrem einfach sind. Also viel einfacher als gegen Computer. Ne? So eine Roulette oder so kannst du eigentlich komplett durch die ganze Abwehr durchgehen. Gegen Computer ist das richtig schwierig. Also da kommt es echt nur auf Timing an beim Computer. Das ist halt, wenn du die richtig timest, dann sind die aber möglich. Das ist halt eine Schussfente sehr effektiv gegen Computer, weil der Computer dann ins Leere läuft. Eine Roulette bleibt der Computer meistens einfach stehen und nimmt dir den Ball ab. Ja, leider. Gegen so einen Spieler läuft auch der Spieler ins Leere, weil der einfach nur komplett hirnrissig ist. Sollen wir gleich aufnehmen? Nein. Gut. Ich habe immer noch, keine Ahnung, ich will mich jetzt nicht zu sehr mit FIFA übersättigen. Und das ist eine FIFA-Partie. Ja, aber... Was geht denn deine Birne ab? Lol. Schreibt mir gerade so ein Schiedsrichterkollegen so in der Gruppe. Ja, ich habe mir gerade meine Hüfte ausgerenkt. Muss morgen erstmal wieder einrenken. Ich denke auch so, alles klar. Warum morgen? Ja, nächste Woche. Heute nicht mehr. Ja. Erst morgen. Es ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur. Guckst du auf die Uhr? Ja, wir nehmen schon seit, warte, kann ich hier genau sagen, 1,5 Stunden auf. Echt? Ja, und das Video wird hundertprozentig asynchron sein, weißt du wieso? Weil ganz am Anfang des Videos hatten wir ja ein paar Ruckler drin, ja, wo ich 10 FPS hatte. Ja, und meine Stimme läuft aber trotzdem weiter mit 60 FPS oder 30 FPS. Ne? Deswegen wird das immer asynchron. Aber wir beenden dann hiermit die Folge. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend. Nee, die Folge kommt nicht am Abend, sondern genau um 12 Uhr, ja, wenn die Folge kommt. Verpisst euch. Richtig. Und tschüss.